Achtelfinale in Hamburgs Landespokal. Der Bezirksligist FC Alsterbrüder empfängt den Regionalligisten Eintracht Norderstedt. Es ist das klassische Duell David gegen Goliath. Alsterbrüder sind Fünfter in der Bezirksliga, Norderstedt Siebter in der Regionalliga Nord. Der Pokal hat zwar seine eigenen Gesetze, sagt man, jedoch wollte Eintracht Norderstedt früh einiges dafür tun, damit hier heute keine Überraschung gelingen sollte. Elias Saad mit dem ersten Angriff über die linke Seite und am langen Pfosten findet er Brüning. Fünfte Minute, 1:0 für den Favoriten. Holger Nils Brüning steht goldrichtig. Saad marschiert über links und am langen Pfosten Brüning völlig frei, muss hier nur den Fuß hinhalten. Und auch der nächste Angriff wird von der Eintracht schnell über die linke Seite vorgetragen. Und am langen Pfosten steht erneut Brüning. Fast eine Kopie des 1:0. Diesmal touchiert er nur die Latte. Dann der erste Angriff des FC Alsterbrüder. Verago probiert's mal. Abgeblockt. Und dann ist es Kapitän Niebuhr, der es nochmal probiert. Wieder geblockt. Die Alsterbrüder versuchen dagegen zu halten. Und dann böses Foul von Kretschmer an Norderstedts Brown. Dafür gibt es natürlich zu Recht die gelbe Karte vom Schiedsrichter. Und den Freistoß, den tritt Philipp Koch. Und in der Mitte findet er Jan Lüneburg. 20. Minute, 2:0. Der Favorit führt standesgemäß. Feiner Freischuss von Koch und Lüneburg am langen Pfosten komplett frei. Keine Chance für den FCA-Torhüter. Und dann geht's mal wieder schnell über die rechte Seite. Doppelpass zwischen Brüning und Marxen. Dann die Flanke und in der Mitte erneut Lüneburg. 3:0 für Eintracht Norderstedt. Doppelpack binnen 8 Minuten für den Stürmer der Eintracht. Und nach einer knappen halben Stunde lässt Norderstedt definitiv keine Zweifel mehr aufkommen. Schwach verteidigt natürlich vom Bezirksligisten. Und Norderstedt geht trotzdem weiter früh drauf und provoziert so den Ballgewinn hier gegen Kretschmer. Das ist Dekra, der sich durchsetzt und zum 4:0 trifft. Jetzt wird's deutlich in der 37. Minute. Dekra mit dem Pressing und dann läuft er alleine auf Torhüter Kühn zu, lässt diesem keine Chance. Halbzeit in diesem Achtelfinale. Bis auf die gelbe Karte gab es für den Schiedsrichter gespannt und Björn Förster bisher wenig zu tun. Und die erste Aktion im zweiten Durchgang wieder für Norderstedt. Wieder ist es Dekra nach einem schnellen Ballgewinn, der nach vorne prescht. Und dann darf sich Ernst Moritz Kühn im Kasten des FCA endlich mal auszeichnen. Schöner Reflex des Torhüters verhindert hier das 0:5. Nach einer guten Stunde ist es jedoch wieder Dekra, der sich über rechts diesmal durchsetzt. An der Grundlinie gut den Ball abschirmt und dann verdeckt vom Linienrichter ist es Elias Saad, der zum 0:5 einschiebt. Da huschte der Schiedsrichterassistent mal schnell durchs Bild. Trotzdem stark gemacht von Benjamin Dekra. Der an der Grundlinie den Ball behauptet, querlegt und Saad, wir haben es kurz zuvor gesehen, steht da völlig blank, muss nur den Fuß hinhalten. Und dann gab es auch mal die größte Chance für den FC Alsterbrüder. Maximilian Susumil mit dem Kopfball, aber Steffen Tieks im Tor der Eintracht mit einem tollen Reflex. Und wieder der FC Alsterbrüder nach vorne und dann Zweikampf zwischen Karschau und Drude am Strafraumeck. Schiedsrichter hat das Foulspiel zuerst beim Norderstedter gesehen, so gibt es Freistoß für den FCA und den schnappt sich Hertwig. Und den verwandelt er wunderschön zum Ehrentreffer, zum 1:5. Lorenz Hertwig mit dem verdienten Ehrentreffer für seine Mannschaft.
Der FC Alsterbrüder zwar deutlich unterlegen, jedoch immerhin mit dem schönsten Treffer des Tages. Dann jedoch wieder Norderstedt. Diesmal greift Kühn daneben und Dekra mit dem Doppelpack in der 78. zum 1:6. Der 5-Tore-Abstand also wiederhergestellt. Unglückliche Figur macht da der FCA-Keeper und dann Dekra mit dem Dankeschön. Aber weitere Chance für den FC Alsterbrüder. Der eingewechselte Eigner jedoch mit einem zu schwachen Abschluss. Und die letzte Aktion gehörte wieder den Gästen, dem FC Eintracht Norderstedt. Dennis schön von der linken Seite durchgesetzt. Toller Reflex von Kühn und dann ist es. Na klar, Jan Lüneburg mit dem Dreierpack in der 87. zum 1:7. Norderstedt immer wieder gewillt nach vorne zu spielen bis zum Ende. Der eingewechselte Dennis setzt sich schön durch, zieht auch Spitzenwinkel ab. Kühn mit einer tollen Parade in der Mitte setzt sich der bullige Stürmer Jan Lüneburg aber wunderbar durch. Zum Endstand, zum 1:7. Norderstedt zieht ungefährdet ins Viertelfinale des Hamburger Landespokals ein. Und wie schon die Fans des FCA in der Pause, setzen nach dem Spiel auch die Spieler des FC Eintracht Norderstedt ein Zeichen gegen Homophobie. Naja, wir haben uns viel vorgenommen, wir haben alles versucht, aber es war ja von vornherein klar, dass Norderstedt natürlich die bessere Mannschaft ist und wir haben auf ein bisschen Glück gehofft, dass wir jetzt nicht so hatten. Wir haben gleich am Anfang Tore gemacht und dann waren wir eigentlich chancenlos, leider. Die Spieler des FCA können sich nach dem Spiel natürlich trotzdem von den Fans feiern lassen, kämpft da aufopferungsvoll und geht damit in die Winterpause.